Möchtest du auch wissen, wie du das Maximum aus deiner PV-Anlage herausholen kannst? Mein Name ist Franziska Weiland, ich arbeite bei Q-Sales im Bereich Product and Software Management und erzähle heute ein bisschen zum HEMS-System. HEMS steht für Home Energy Management System. Das Ziel eines HEMS ist, dass du alles integrieren kannst, was Strom verbraucht in deinem Haushalt und es einfach und optimal für dich managen kannst. Eventuell hast du schon eine PV-Anlage oder planst dir eine zu kaufen. Oder möchtest eine Wärmepumpe integrieren oder eventuell eine Wallbox, um dein Auto zu laden. Dafür benutzt du aktuell wahrscheinlich schon mehrere Apps und Ziel des HEMS ist, dass du eine App hast, eine Anwendung hast, um alles in einer App zu organisieren und nicht in verschiedenen Anwendungen hin und her springen musst. Kernstück von dem HEMS-System ist eine Komponente, die sieht man hier, die ist nicht besonders groß. Die wird einfach mit eingebaut. Ich kann verschiedene Systeme über Kabel verbinden damit. Ich kann aber auch gewisse Funkverbindungen herstellen, wie man es ja heutzutage auch schon vom Smart Home kennt. Und dieses Gerät sammelt alle Daten von den Geräten, von den Verbrauchern und transferiert die dann sozusagen in die Benutzeroberfläche. Ob es eine App oder eine Web ist egal, beides ist möglich. Genau, und dann hätte ich halt die Möglichkeit zu sagen, ich habe eine PV-Anlage auf dem Dach, ich habe einen Speicher, wo ich ja sehe, wie voll der ist, wie viel Energie vorhanden ist. Ich möchte vielleicht ab nächstem Jahr dynamische Stromtarife nutzen und könnte dementsprechend natürlich sagen, bitte verbrauche nicht zuerst die Energie aus meinem Stromspeicher, sondern beziehe gerne erstmal den billigeren Strom aus dem Netz und dann könnte ich alles optimieren. Und ich könnte dann natürlich auch sagen, starte meinen Geschirrspüler, meine Waschmaschine um 2 Uhr nachts, weil ich dann weiß, dass der Strom günstiger ist und benutze die Speicherenergie tagsüber zum Beispiel lieber für meine Wärmepumpe oder für Laden des Autos. Und das wird natürlich immer komplexer und um das dem Endkunden einfacher zu machen und nicht mit 1000 verschiedenen Apps dort weiterarbeiten zu müssen, versucht Q-Sales über das HEMS dem Endkunden Benutzer das so einfach wie möglich zu machen und ihm im Grunde alles bereitzustellen über eine Oberfläche, dass er nicht tausendmal hin und her switchen muss. Zusätzlich zu den immer mehr steuerbaren Geräten im Haushalt kommt ab nächstem Jahr die Möglichkeit, einen dynamischen Stromtarif von deinem Stromanbieter zu beziehen. Das ist verpflichtend ab nächstem Jahr in Deutschland, dass alle Stromanbieter einen dynamischen Stromtarif anbieten müssen. Der Vorteil von einem dynamischen Stromtarif könnte sein, dass du in der Nacht günstiger Strom aus dem Netz beziehen kannst, weil zum Beispiel durch die Windkraft sehr viel Energie produziert wird, die nicht verbraucht werden kann. Oder an sonnigen Tagen über die PV-Anlagen sehr viel Energie produziert wird, die auch wiederum nicht verbraucht werden kann und günstig an die Endverbraucher angeboten wird. Also in dem Fall an dich. All das wäre dann nur noch über eine Oberfläche machbar. Du müsstest nicht in verschiedenen Apps hin und her switchen, sondern könntest dort alles einstellen. Du kannst selber einstellen, hättest aber eventuell auch die Möglichkeit, gewisse Automatismen für dich spielen zu lassen. Das heißt, die Systeme werden natürlich immer weiterentwickelt und wären eventuell, wenn du es möchtest, auch in der Lage zu erkennen, dass du von Dienstag bis Freitag zum Beispiel auf Arbeit bist und immer gerne am Dienstagmittag die Waschmaschine laufen lässt. Solche Automatismen könnte das System automatisch hinterlegen und mit einplanen, damit du deine Stromrechnung optimieren könntest. Wenn du Interesse am HEMS hast oder weitere Fragen dazu, melde dich gerne bei uns und wir werden dir weiterhelfen und deine Fragen beantworten.